Ja, guten Abend und herzlich willkommen, sowohl im Video Zoom als auch bei Facebook. Ich freue mich, dass so viele sich eingewählt haben zu unserer Veranstaltung der Aufstieg Chinas, Chance oder Risiko für die Welt. Ich denke mal, wir haben alle von China schon mal was gehört. Nur ob das immer die Tatsachen sind, wissen wir nicht so genau. Mein Name ist Heinrich Brinker. Ich bin heute im Namen des Rosa-Luxemburg-Clubs Kirchheim hier. Und dieser Rosa-Luxemburg, die Stiftung und auch unser Club in Kirchheim bemühen sich um politische Bildung. Und wir sehen jetzt auch als unsere Aufgabe an, solche globalen Themen wie zum Beispiel China, die Rolle China in der Welt auch mal zu betrachten, weil wir glauben, es ist wichtig, dass wir ein realistisches Bild über China haben. Und ich glaube, wir werden oft mit Dingen konfrontiert, die vielleicht nicht immer so zielführend sind. Ich habe jetzt mal aus unserer Zeitung lokal am 18. Januar einen kurzen Kommentar mal ausgeschnitten. Und da wird unter anderem beschrieben, dass die EU ein 300 Milliarden Euro Investitionsprogramm starten will, hauptsächlich in Afrika, und nennt das Global Gateway. Das Ganze wird positiv dargestellt, aber wie wird China behandelt? In China, zu China steht immer, um dem globalen Machtstreben Chinas etwas entgegenzusetzen. Oder dass China seinen Machthunger nicht nur über sein Projekt Neue Seidenstraße global manifestiert. China seinen Machtkampf um die Vorherrschaft führt. Dass Made in China 2025 den Führungsanspruch zeigt. Also, wir haben eine Situation, dass eine Initiative von der EU, die auch durchaus positiv sein kann, nur positiv dargestellt wird, alle Initiativen, die ähnlich in China laufen, auch negativ dargestellt werden. So, wir würden heute, und wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, dass wir einfach angesichts der Situation, wir eine geopolitische Veränderung weltweit haben werden. Ich glaube, es ist unbestritten, dass China demnächst eine Führungsrolle in der Welt einnehmen will, wenn nicht die erste Führungsmacht sein wird und USA überholen wird. Es ist eine wichtige Frage, wie wird die USA damit umgehen? Werden wir mit diesen geopolitischen Veränderungen, wird es in einer kooperativen Weise erfolgen oder wird es in einer konfrontativen Weise gemacht? Wir haben gleichzeitig eine geopolitische Situation oder eine globale Situation mit dem Klimawandel. Wir müssen alle Ressourcen eigentlich einsetzen, um diesen Klimawandel zu bearbeiten, mit Maßnahmen etwas entgegenzusetzen. So, für uns wird es jetzt entscheidend sein, werden diese großen geopolitischen und globalen Themen in einer kooperativen Weise global gelöst oder landen wir in einem endlosen Konkurrenzkampf auf der Welt und können dadurch die Probleme nicht lösen. So, wir meinen, wir müssen jetzt ein realistisches Bild schaffen und China auch mal ein anderes Bild von China zeigen. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht für diese Veranstaltung. Und für diese Veranstaltung, das freut mich sehr, haben wir zwei namhafte Experten gewinnen können. Das ist einmal Dr. Uwe Behrens und Professor Dr. Schmidt Glinzer. So, diese beiden zeichnet ein aus, dass sie eine unterschiedliche Perspektive auf China haben. Herr Behrens, 27 Jahre lang in China gelebt und auch dort gearbeitet. Professor Dr. Schmidt Glinzer, seit Jahrzehnten Forscher auf dem Gebiet, ist ein Experte auf der kulturellen, politischen, auch historischen Entwicklung in China. Und wir möchten heute diese beiden Perspektiven zusammenbringen.
Herr Dr. Behrens wird einsteigen und wird die Perspektive, die wirtschaftliche Perspektive oder sagen wir eine Sicht aus der Wirtschaft auf China aufzeigen, wie er China erlebt hat aus seiner beruflichen Tätigkeit. Und danach, nachdem dieses Szenario dargestellt ist, wird Professor Dr. Schmidt-Glinzer einordnen, wie ist diese Entwicklung, die wir jetzt in China gerade sehen und die Herr Behrens auch beschreiben wird, wie ist das historisch und kulturell und politisch überhaupt möglich gewesen? Wieso ist China da, wo sie heute sind? Und ich glaube, wenn wir diese beiden Perspektiven zusammenführen können, dann haben wir ein großes Stück von China mehr verstanden. Bevor wir loslegen, kurz noch organisatorisches. Wir haben das so gemacht, dass wir die Zuschauer jetzt nicht sich einwählen können und nicht mündlich sich einwählen können. Wir möchten aber unbedingt, dass ihre Fragen und Kommentare hier Gegenstand auch dieser Veranstaltung werden. Deswegen möchte ich Sie ermuntern, in den Chat zu schreiben, beziehungsweise auch im Facebook Kommentare einzutragen. Also alles, was in diesem, was Sie sozusagen an Kommentaren und auch an Fragen stellen, werden wir hier reinbringen. Und zu dem anderen möchte ich auch kurz sagen, wir sitzen hier heute in Stuttgart in der Geschäftsstelle der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir sind froh, dass der jetzt habe ich den Namen vergessen. Sorry. Der Filippo hier die Fragen einfach aufnehmen wird, die Kommentare aufnehmen wird und dann hier in die Veranstaltung reintragen wird. So, jetzt würde ich sagen, wir starten mit Dr. Behrens. Und Herr Behrens, Sie werden ja den Hauptansatz jetzt führen auf die Seidenstraße oder Road and Belt Initiative und daran sozusagen die chinesische Entwicklung und die chinesische Situation darstellen. Vielleicht nochmal zu Ihrer Person. Herr Behrens ist, wie gesagt, 27 Jahre in China gewesen und ist sozusagen Transportökonom. Also er ist ein Logistikexperte und das ist auch eine interessante Perspektive, wenn man von der Seidenstraße spricht. Herr Dr. Behrens, für Sie. Schönen Dank. Ja, ich begrüße alle diejenigen, die zuschauen und ich hoffe, dass wir Ihnen interessante Diskussionen und interessante Beiträge hier vortragen können. Und damit möchte ich gleich einsteigen. 2013 hat der chinesische Präsident Xi Jinping in Kasachstan diese neue Seidenstraße-Initiative vorgestellt. Zu dieser Zeit waren viele Leute überrascht. Neue Seidenstraße-Initiative, was das alles soll. Ich persönlich war absolut nicht überrascht, aus einem Grunde, seit mehr als, wenn ich jetzt zurückrechne, 50 Jahren beschäftige ich mich mit Eisenbahntransporten zwischen Asien und Europa. In den 70er, 80er Jahren zwischen Japan und Europa und dann später, als ich in China gelebt habe, speziell China-Europa. So, das Prinzip der Landtransporte, die am Anfang der neuen Seidenstraßeninitiative stand, hat mich absolut nicht überrascht. Gleichzeitig muss man sehen, dass das auch keine vollkommen neue Idee der chinesischen Führung war, eine solche Initiative zu entwickeln. China hatte zu dem Zeitpunkt 2013 also mindestens schon 15 Jahre, wenn nicht länger, die sogenannte Go-Out-Politik betrieben. Das heißt, in anderen Ländern mit den entsprechenden Industrien zusammenzuarbeiten, zu investieren und an bestimmten Projekten zu arbeiten. Das war absolut nicht neu.
wurde aber durch diese Initiative dann zusammengefasst. Und auch von der anderen Seite war es absolut nicht neu. Die Amerikaner haben 1999 den sogenannten Silk Road Act verabschiedet. Da ging es darum, dass sich die amerikanische, sagen wir mal, Politik in Zentralasien ausbreiten wollte. Sie wollten gewissen Einfluss dort einnehmen, natürlich auch wirtschaftlich zusammenarbeiten, über Afghanistan rein bis ins ganze zentralasiatische Land. Und Zentralasien ist ja deswegen schon sehr wichtig, weil es im Prinzip zwischen Russland und China liegt. Und das war natürlich eine interessante Ausgangsbasis für die USA, dort Fuß zu fassen. Aber nicht nur die USA, auch die EU hatte schon einen sogenannten Tracea-Projekt entwickelt, um praktisch Europa mit Zentralasien enger zu verbinden. Das alles hat sich nicht so entwickelt, wie es geplant war. Und dann wurde diese Idee oder dieses Projekt von der chinesischen Seite 2013 offiziell, kann man so sagen, ins Leben gerufen. So, seitdem sind einige Jahre vergangen und interessanterweise bis heute haben 140 Länder in 5 Kontinenten sich bereit erklärt, zusammenzuarbeiten mit China im Rahmen dieser Belt und Road-Initiative. Es hat eine amerikanische Statistikfirma viel Mühe gekostet und alle Projekte, die auf der Welt so in Angriff genommen wurden, mal gezählt. Und da ist die Zahl rausgekommen von 13.427 Projekten weltweit. So, das sind natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Projekte, kleine Unternehmen, private Unternehmen, staatliche Unternehmen, die in Afrika, Zentralasien, in Lateinamerika oder wo auch immer investiert haben. Man kann im Augenblick nicht genau sagen, wie viel Geld über bestimmte Finanzierung von China in dieses Projekt geflossen sind. Es wird immer über eine Zahl gesprochen, 900 Milliarden US-Dollar. Keiner weiß es genau oder sicherlich in China gibt es genaue Zahlen. Ich konnte sie nicht rausfinden. Hauptschwerpunkt dieser Silk und Road Initiative sind Asien, Zentralasien, Südostasien und Afrika. Natürlich andere Länder, also vor allen Dingen Lateinamerika, spielen auch eine Rolle. In meinen Ausführungen möchte ich mich aber doch mehr auf dieses Zentralasien und am Rand noch mit Afrika beschäftigen. So, wenn man das zusammenfasst, die Verkündung der Belt und Road-Initiative konnte eigentlich nur erfolgen auf den bisherigen Erfolgen, die China hatte bis dahin. Und auf der anderen Seite ist es eine gewisse Antwort auf die Herausforderung, die vor China standen und stehen. Und dazu möchte ich jetzt einiges im Einzelnen sagen. Wenn man die Faktoren betrachtet, warum China diese neuen Seidenstraße initiiert hat, dann kann man eigentlich zwei Bereiche sehen. Einmal die aus der eigentlichen chinesischen Entwicklung sich ergeben und dann die mehr oder weniger international vorhanden sind, die internationalen Bedingungen. Für die inneren chinesischen Faktoren ergeben sich daraus, dass schon 2013 oder vor 2013, also das ist ja ein Prozess, eine Transformation der chinesischen Wirtschaft eingesetzt hat, dass man in China von der Produktion von billigen Massengütern, billigen Konsumgütern über
geleitet hat oder überleiten will und das weiter in Zukunft so forcieren will, zu einer hocheffektiven Hightech-Wirtschaft kommen will und hochwertige Produkte herstellen will. Also weg von der quantitativen, mehr zur qualitativen Wirtschaft. Und das führte dazu, dass plötzlich in den Jahren, schon nach 2010, also ist keine richtige Grenze zu setzen, Überkapazitäten bestanden an Baukapazitäten, an Stahlproduktion und an all diesen Kapazitäten, die man brauchte, um Infrastrukturen aufzubauen, um große Projekte aufzubauen. Und da war natürlich ein Faktor für die Chinesen, diese Kapazitäten nicht einfach einzudampfen, sondern weltweit für bestimmte Projekte zu nutzen. Ein zweiter wichtiger Punkt war, China hatte durch den unausgeglichenen Handel, also mehr Export und Import, gewaltige Währungsreserven erwirtschaftet. Und diese Währungsreserven standen zur Verfügung für Investitionsprojekte, die nicht unbedingt auf kurzfristige Profite ausgelegt waren. So hat man also praktisch diese Reserven nutzen können, um Projekte zu finanzieren und auch über längere Zeit diese Finanzierung vornehmen zu können. Dann hatte China, wie eigentlich alle anderen Industriestaaten, eine Entwicklung durchgemacht, dass durch Infrastrukturaufbau die Wirtschaft, die Industrialisierung forciert werden kann. Das war in den europäischen Industriestaaten, das war in England, das war in Deutschland, das war in den USA, dass erst die Infrastruktur aufgebaut wurde, die Eisenbahn, und an der Infrastruktur hat sich dann die jeweilige Industrie entwickelt. Und dieses gleiche Prinzip hatte China als Projekt für Zentralasien, sowie auch für Afrika, dort Infrastruktur aufzubauen, damit Industrie entwickelt werden kann und letztendlich dadurch sich Wohlstand entwickeln kann. Das sind so die wichtigsten Punkte. Da kann man kann sehr lange darüber sprechen, aber das sind die wichtigsten Punkte, die praktisch aus, oder Motive, die aus China selbst herauskamen. Zweiten, also das praktisch vom internationalen Markt, abhängig von der internationalen Entwicklung, war es für China sehr, sehr wichtig, neue Märkte zu erschließen. Durch die zunehmende Konfrontation zwischen den USA und China, zwischen den der bisherigen führenden Macht und einer aufsteigenden Macht, musste China feststellen, dass sie in verschiedenen Märkten weltweit Probleme hatte, abzusetzen. Und da China immer mit einer langfristigen Politik arbeitet, hat man sich da schon überlegt, wir müssen uns Alternativen schaffen, um nicht unbedingt auf den amerikanischen oder den europäischen Markt angewiesen zu sein. Wir brauchen Märkte in Zentralasien, in Afrika, in Lateinamerika, weltweit. Ein Punkt. Ein zweiter Punkt war ganz wichtig für China, die Rohstoff- und Energiequellen zu diversifizieren aus unterschiedlichen Ländern. Rohstoffe und Energiequellen zu beziehen. Um das zu machen, ist es natürlich notwendig, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, diese zu importieren. Und damit im Zusammenhang ist einer der wichtigsten Punkte zu sehen. Der heutige Außenhandel Chinas verläuft nach Europa oder nach Afrika natürlich vollkommen über die Seestrecken und
auf der Seestrecke, auf der sogenannten maritimen Seidenstraße, gibt es mehrere neuralgische Punkte. Wenn man von Osten anfängt, der erste große neuralgische Punkt ist die Südchinesische See. Der zweite neuralgische Punkt ist die Straße von Malakka. Straße von Malakka ist eine sehr schmale Seefahrtstraße. Sehr schmal, das sind einige zig Seemeilen, aber für einen solchen großen Seetransport ist das schon relativ wenig. Ja, es wäre gut, wenn man die Karte da schon sehen kann, ja. Und weiterhin, nächster neuralgischer Punkt ist der Südzipfel des indischen Subkontinents, also um die Insel Sri Lanka. Und dann geht es weiter an zum Horn von Afrika und dann weiter durch den Suezkanal. Das sind alles neuralgische Punkte für China, um Wege zu haben, falls die Schifffahrtsstraßen aus irgendwelchen Gründen auch immer eingeschränkt werden oder nicht so normal befahren werden können, dass Alternativen bestehen. Deswegen gab es in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren auch diese transsibirische Eisenbahn, diese Transporte, die wurden damals schon durch die Sowjetunion unterstützt. Aber richtig Bedeutung hat das erst gewonnen, als durch den USA-Präsidenten Pivot Asia ausgesprochen wurde oder die Wende nach Asien ausgesprochen wurde und die Präsenz der US Navy in der Südchinesischen See immer stärker wurde. Da bekam es für China wirklich eine richtige Bedeutung. Wir müssen Alternativen aufbauen. Und da wurde dann ganz strategisch daran gearbeitet, dass einmal diese nördliche Route durch Russland, einmal nach Sibirien oder durch die Mongolei und dann durch Russland, Moskau bis nach Europa, also bis Deutschland zum Beispiel, aber ganz Europa. Dann wurde eine zweite Linie aufgebaut durch China nach Westchina bis durch die Xinjiang-Provinz an die Grenze Kasachstan, durch Kasachstan und dann wieder nach Russland und die Linie schließt sich dann wieder an die Strecke nach Deutschland oder nach Europa durch Weißrussland, Belarusia und Polen. Und in den letzten Jahren, also speziell nach 2013, wurde ganz strategisch daran gearbeitet, diese Südrouten aufzubauen. Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran, Türkei durch den Mamaya-Tunnel bis rein nach Europa. Diese neue Linie ergibt sich oder ist jetzt in den letzten Jahren aufgebaut worden. Die ersten Züge sind vor 2-3 Jahren sehr erfolgreich gefahren. Die Transportzeiten sind halb so lang wie die Seetransportzeiten und die Transportkosten sind zwar höher, aber natürlich noch wesentlich niedriger als die Flugkosten und unter Berücksichtigung der gegenwärtig angestiegenen Seefrachtraten sind diese Bahntransportkosten absolut konkurrenzfähig. So, da hat sich eine vollkommen neue Situation herausgestellt, dass über diese Landrouten der Seetransport ergänzt werden kann. Er kann nie komplett subsidiert werden. Gegenwärtig 2021 sind circa 5% des gesamten chinesischen Handels mit Europa über diese Landrouten gelaufen. Da jetzt diese neuen Südrouten sich entwickeln, kann man damit rechnen, dass in den nächsten Jahren das bis zu 10-15% hochkommen wird. Das wäre schon aus der transportökonomischen Sicht eine tolle Sache. Weiterhin muss man sehen, dass eine
Eisenbahnstrecke nach Süden gebaut wird, also praktisch von Südchina bis nach Singapur. Die erste Teilstrecke nach Laos ist bereits in Betrieb gegangen im Dezember. Und auch diese Eisenbahnstrecken haben Anschluss an Häfen in Bangladesch zum Beispiel. Dann gibt es diese Südroute, über die ich vorher gesprochen habe, einen Anschluss an die pakistanischen Häfen. Und interessanterweise zusammen mit russischen Eisenbahnen und auch mit Unterstützung der Inder ist eine vollkommen neue Linie aufgebaut worden von Russland zu iranischen Häfen, um von dort aus dann weiter nach Indien zu fahren. So, es entwickeln sich immer mehr neue Landrouten, um den Seeverkehr zu ergänzen, aber auch als Alternativen, falls der Seeverkehr aus irgendwelchen Gründen Probleme bekommt. Die Strategie, Seidenstraße steckt, das ist einmal diese Konnektivität, eine Alternative zu finden zum Seetransport, aber die Seidenstraße, diese neuen Infrastrukturen zu nutzen, um neue Industrien aufzubauen. Die Erfahrung, ich sagte das schon, ist, dass an den Infrastrukturen sich ja immer Industrien aufbauen. Das haben wir das in China sehr schön sehen können. Ich erzähle das sehr gerne und möchte das auch hier auch kurz anschneiden. Als ich nach China gekommen bin, gab es in Peking praktisch nur eine Straße ringsrum, die zweite Ringstraße, dann gab es eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Und damals habe ich gedacht, na, die sind ja verrückt. Wozu braucht man hier eine sechste Ringstraße einfach durchs flache Land? In der Zwischenzeit sind all diese Ringstraßen besiedelt, also an beiden Seiten haben sich Industrien angeschlossen, weil nicht nur eine Straße gebaut wurde, sondern gleichzeitig die Kommunikationseinrichtung, die Energieversorgung da war, die Abwasserversorgung, also die komplette Infrastruktur als Basis für den Aufbau der Industrien und damit für China ganz wichtig die Urbanisierung. Und das trifft natürlich auch für Zentralasien zu. Wenn man jetzt nach Afrika geht und sich das in Afrika anschaut, von der Geschichte her hat Afrika eigentlich immer nur dazu gedient, die früheren Kolonialmächte zu unterstützen und Transporte wurden nur vom Inland zu den Häfen durchgeführt und es gab so gut wie keine Inlandtransporte. Es gab so gut wie keinen afrikanischen Inlandverkehr und Inlandhandel. Und da China diese Idee hat, durch Infrastruktur ein Land zu entwickeln, hat China gemeinsam mit den Afrikanern, da gibt es ein sogenanntes FOCAC, Forum China, Afrika, mit den Afrikanern gesprochen, dass gemeinsam die Inlandtransporte aufgebaut werden. Das heißt, dass China jetzt in Afrika Infrastruktur aufbaut, damit diese Inlandtransporte durchgeführt werden können und dass sich an diesen Eisenbahnstrecken und Straßen Industriestrukturen aufbauen, um praktisch langsam Afrika mehr zu industrialisieren. Ich denke, 20 Minuten sind um. Das sollte als Einführung vielleicht reichen und wir können weiter darüber teilsprechen. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Behrens. Einführung würde ich das jetzt nicht nennen, das war schon viel mehr. Vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal eine Information an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir werden diese Veranstaltung wird ja aufgezeichnet und wird auch auf der Internetseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Verfügung gestellt. Also jeder kann das auch nochmal nachhören. Gleichzeitig
haben beide Referenten nochmal eine Präsentation erstellt, die auch zum Nachlesen geeignet ist. Deswegen, die wird auch zur Verfügung gestellt. Also keine Sorge, wenn man vielleicht das ein oder andere Detail jetzt nicht mitgekriegt hat, man kann das alles nochmal nachlesen. Ja, und nun haben wir einmal diese Seidenstraßenthematik gehabt und viel Input auch schon gekriegt, wie diese ganzen Infrastrukturen in China entstanden, warum und warum es zum Beispiel auch für China interessant ist, das in Afrika zu machen und warum es für das, was in China sich bewährt hat, in Afrika auch sozusagen umgesetzt wird, um ähnliche Ziele zu erreichen. Nun kommen wir zu dem Teil, wie ist das alles in China möglich? Und da kommt Professor Dr. Schmidt-Linzer ins Spiel. Er ist Sinologe Europa, also ein renommierter Sinologe, europaweit bekannt, auch Europa unterwegs. Und ich denke auch einer der Experten, die dieses kulturell, politisch und historisch einordnen können. Herr Schmidt-Linzer. Ja, vielen Dank, Herr Brinker, für die Einladung zu diesem Gespräch. Herr Behrens, vielen Dank für den Vortrag. Das realisiert immer viele Dinge, die man zum Teil schon weiß, aber in dieser Darstellung dann nochmal gut repetieren kann. Und ich möchte gerne da anschließen. Wir reden ja unter dem Thema Aufstieg Chinas, Chance oder Risiko. Wenn man sich nämlich diese Seidenstraßenkarte, die wir eben gesehen haben, anschaut und mal so ein bisschen sich historisch erinnert, ist das ja was ganz Normales. Es hat über die eurasischen Gebiete immer Bewegungen, Wanderungen, Handel gegeben. Das will ich im Einzelnen gar nicht ausführen. Und insofern ist es was ganz Natürliches und es könnte auch den Ländern zwischen China, Russland und Westeuropa gut tun, wenn sie Teil eines eurasischen Wohlstandes werden, statt nur Bühne von Kriegen wie in Afghanistan und anderen Zonen. Also insofern habe ich das schon lange so gesehen und ich bin selber, das darf ich mal einflechten, vor fast 50 Jahren ja von China über Land nach Europa gefahren, sozusagen auf den Spuren von nicht von Matteo Ricci, sondern von Marco Polo und seinem Bericht, den er abgegeben hat. Meine Aufgabe ist aber jetzt historisch zur Frage Chance oder Risiko für die Welt etwas zu sagen. Zunächst mal ist es eigentlich klar, wenn Menschen aus Armut und schwierigen Verhältnissen sich sozusagen nach vorne bringen, dann ist das doch eigentlich nur zu begrüßen und insofern ist natürlich die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte Chinas eine positive Geschichte, wenn man betrachtet, wie viele hunderte Millionen aus Armut herausgekommen sind. Der Aufstieg Chinas ist natürlich nicht zu verstehen ohne diese Situation, die vor etwas über 100 Jahren war, wo China sich als der kranke Mann Ostasiens empfinden musste und auch so gesehen wurde und wo die jungen Intellektuellen in China sagten, wir müssen China nach vorne bringen, China muss stark werden. Und dann gab es unterschiedliche Vorstellungen, wie das gelingen könne. Und das hat eine lange Diskussion gegeben. Irgendwann haben dann auch die Leute geschaut, was in Moskau passiert, was in der kommunistischen Bewegung passiert. Andere haben andere Vorstellungen gehabt. Und dann gab es daneben, neben dieser inneren Entwicklung, die ich im Einzelnen hier natürlich gar nicht schildern kann, und auch Bemühungen um innere Strukturveränderungen, Landreformprogramme, da kommt Mao Zedong ins Spiel. Es gab daneben auch immer die Bedrohung von außen, nämlich insbesondere Japan, welches in den 30er und 40er Jahren diesen ganzen Raum zu seiner Großkolonie machen wollte. Und also ich kann das nur in so groben Skizzen zeichnen und ein ganz wichtiger Wendepunkt war vor genau 80 Jahren, nämlich Pearl Harbor,
als Amerika von Japan angegriffen wurde und Amerika sagte, der Pazifik, den dürfen wir nicht den Japanern überlassen. Und dieser Pivot to Asia, den Sie, Herr Behrens, angesprochen haben, hat im Grunde seinen Angelpunkt schon in Pearl Harbor. Danach hat Amerika dafür gesorgt, dass China nicht zur Beute Japans wird. Und danach ist im Übrigen auch erst der Krieg zwischen Deutschland und Amerika begonnen worden. Also dieser Wendepunkt hat dann, und deswegen ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dazu geführt, dass China, was ja noch gar nicht wusste, wo es hin will, also die verschiedenen politischen Gruppen, dass China zusammenbleiben sollte, musste, durfte. Die Amerikaner waren es vor allen Dingen, die wollten, dass auf Dauer China nicht zur Beute Japans wird oder auch Russlands. Deswegen waren sie daran interessiert, den Chiang Kai-shek zu unterstützen, der ein China wollte, ein großes China. Und die Kommunisten, die eigentlich, wie Mao Zedong zum Beispiel, erst sagten, wir müssen das doch unten anfangen, wir müssen erstmal Republiken bauen und dann die Menschen erziehen und dann können wir irgendwann auch mal einen vernünftigen, modernen Staat haben. Sie waren alle in dem Sog des Zwanges, ein starkes China, und zwar nicht viele kleine Provinzen, sondern ein starkes China zu machen. Dass es dann nachher dazu kam, dass Mao Zedong und die Kommunistische Partei sich durchgesetzt hat und Chiang Kai-shek sozusagen sich zurückzog nach Taiwan, ist eine weitere Geschichte. Kurz, China stand dann nun da und musste 1949 irgendwie in der Welt sich behaupten, sich entwickeln. Wie diese Entwicklungen stattfanden, darüber gibt es viele Erzählungen und da gibt es auch sehr viele katastrophale Entwicklungen oder auch Scheitern, Erfahrungen des Scheiterns. Einer ist der große Sprung, ich will das gar nicht im Einzelnen schildern, ich habe auf den Folien so ein paar Punkte genannt, wie man versucht zu industrialisieren und die Produktivität zu steigern, um einfach zu einer wirtschaftlichen Entwicklung zu kommen. Und das war dann in diesem irrwitzigen Versuch in 1958, 59, wo man auf jedem Dorf einen Hochofen baute und wo dann die Leute auch sagten, wir produzieren mehr und gaben Zahlen an, die aber gar nicht stimmten und lieferten mehr ab, als sie eigentlich, fast mehr als sie produziert hatten, jedenfalls mehr als sie hätten abgeben dürfen. Und dann war die Folge, dass sie zwar den Reis in den Export gaben, aber selbst nichts mehr zum Essen hatten und auch kein Saatgutgetreide mehr, sodass das zu katastrophalen Hungersnöten in vielen Teilen Chinas führte. Also dieser große Sprung war eigentlich eine Erfahrung von, hier sind wir selber durchgedreht. Das lief parallel zu dem Umstand, dass man sagte, wir wollen eine andere Entwicklung als Moskau. Wir wollen nicht den Sozialismus Russlands. Gut, diese Entwicklung, auch die Kulturrevolution, die Menschen sozusagen in eine moderne, eine sozialistische Moderne hinzuerziehen, das kann man alles nachlesen. Und trotzdem hat es daneben immer auch schon Weiterentwicklungen in Infrastrukturbildung, auch Industrialisierung gegeben. Und das nahm nun, und auch Programme dafür, die vier Modernisierungen waren nicht erst 1979 Thema, sondern waren schon nach dem großen Sprung, also 1961 war das schon mal formuliert worden, wir müssen vier Bereiche modernisieren, Industrie, Wissenschaft und Forschung, Landwirtschaft und Armee. Ja, das waren die vier Bereiche. Und nach dem Tode Mao Zedongs waren eben neue Handlungsspielräume entstanden und dann kam das, was Deng Xiaoping mit dem Namen verbunden wird, was andere aber auch mit der Produktivität der Bauern verbinden, die dann plötzlich ihre Sachen, ihre Produkte selbst vermarkten konnten. In den stadtnahen Bezirken konnten sie dann ihr Gemüse auf die Märkte bringen und plötzlich ging es ihnen besser als den Leuten in der Stadt. Ich habe 1984 in Peking eine Demonstration erlebt, wo die Städter gesagt haben,
wir wollen es endlich auch so gut haben wie die Leute auf dem Land, die können sich ein zweites Stockwerk bauen und wir in den Städten haben unsere festgeschriebenen Einheitslöhne und müssen sozusagen karg vor uns hinleben. Und diese folgende Entwicklung, die wir nun alle jetzt irgendwie stärker noch erinnern, dass China zur Werkbank der Welt wurde, das ist natürlich auch eine Chance gewesen. Aber das ist natürlich auch ein Risiko, weil irgendwo die Ressourcen der Erde halt endlich sind. Und wenn China noch mehr Kohle verbrennt, dann wird irgendwie der CO2-Gehalt der Atmosphäre immer noch stärker. Aber das ist kein Risiko, was China in die Welt gebracht hat, sondern dieses Risiko entsteht dadurch, dass China einfach nur aufschließen will an den Wohlstand der anderen und es so macht, wie es der Westen ihm vorgemacht hat, mit Autoproduktion und Produktion für die wahren Märkte der Welt in Amerika, Europa und sonst wo. Darüber hat es keine wirklichen Konsultationen gegeben, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die, so erfolgreich sie ist, natürlich auch sehr viele problematische Seiten hat, wie wir gerade von Ihnen, Herr Brinker, Sie haben es angesprochen, diese ökologische Frage natürlich nach vorne wirft. Die Entwicklung Chinas, der Aufstieg Chinas bleibt aber eine Chance für die Welt, weil die Regelungsbedarfe, die wir haben, gar nicht anders zu lösen sind und zu organisieren sind, wenn wir nicht etliche wohlmeinende politische Akteure, Staaten haben, die das mit organisieren. Wenn wir nur Failing States haben, wenn wir nur Länder in absolutem Elend oder mit vollkommen unkalkulierbaren politischen Strukturen haben, dann werden wir diese auf uns zukommenden Herausforderungen nicht lösen. Insofern brauchen wir ganz bestimmt ein starkes Amerika, wir brauchen ein starkes China, wir brauchen ein starkes Europa und wir brauchen auch ein starkes Afrika. Und wir können uns jetzt schon ausrechnen, dass wenn wir die Ressourcen dieser Erde unter allen Menschen, die auf dieser Erde leben, gerecht verteilen und Menschenrechte wirklich ernst nehmen, dann müssen wir dahin schauen, wo wir Probleme zu lösen haben, wo Menschen heute hungern oder die ganzen Katastrophen, die allabendlich über die Fernsehschirme flimmern, die müssen natürlich angegangen werden. Aber natürlich erwartet man von mir natürlich nicht, dass ich jetzt sage, China soll stark sein und ist die beste Erfindung aller Welten. Das wäre zu kurz gegriffen. China ist Teil dieser Weltdynamik und versucht dort seinen Platz zu finden und macht manches, was vielleicht unverständlich erscheint, wo man aber doch, denke ich, oft erst einen zweiten Blick noch versuchen sollte, um zum Beispiel zu verstehen, warum China, nur um ein Beispiel zu nennen, warum China nicht zulässt, dass die Internetkonzerne Amerikas sich dort in China festsetzen. Das heißt, es gibt Regulationsbedarf, den man auch überall in der Welt erkennt und der in China in spezifischer Weise befolgt wird. Und da könnte man nun sehr viele Aspekte aufführen. Und es gab vor einigen Tagen zum Beispiel einen schönen Film, der über die Frage handelte, wie geht man in China mit den immer zahlreicher werdenden alten Menschen um? Mit dem Pflegebedarf, mit der Einsamkeit. Und es war ein wunderbarer Film in irgendeinem deutschen Fernsehsender. Da gibt es die einen, die werden zu Hause mit so einem Video überwacht und wenn die morgens nicht Licht anmachen, dann kommt mittags jemand und guckt nach, ob da was los ist. Und dann gibt es andere, die wollen bei dieser Totalbetreuung nicht mitmachen und die gehen dann in irgendwelche Parks und gucken, ob sie nicht selbst vielleicht schon 70 Jahre alt, noch mal einen Lebenspartner finden, um mit dem gemeinsam
das Leben zu gestalten, weil wenn man sich nämlich solcher Altenheimfürsorge anschließt, ist das auch sehr teuer oder gar in ein Pflegeheim geht. Das heißt, man hat hier in China natürlich auch die Probleme, die eben solche alternden Gesellschaften haben. Und dort gibt es viele wirklich interessante Ansatzpunkte, wie auch in vielen sonstigen Bereichen. Und natürlich gibt es auch Dinge, die einen erschrecken oder wo man bei dem Sozialpunktesystem fragt, ja, will ich, dass auch meine guten Taten verzeichnet werden, also wenn ich meine Eltern besuche oder wenn ich jemandem über die Straße helfe oder irgend sowas, oder will ich das überhaupt nicht? Also diese ganzen Fragen, die haben wir ja hier zu verhandeln und die hat man auch in China zu verhandeln. Und insofern ist da natürlich weiter ein Gespräch nötig, ein Gespräch über die Bewältigung der Moderne, deren Herausforderungen wir überall spüren. Die Frage, die sich natürlich stellt, in welche Zukunftsperspektive entwickeln wir miteinander? Und da ist es, glaube ich, eben nicht nur die Aufgabe der chinesischen Seite, sondern auch unserer Seite, auf diese Dynamik der Welt einzugehen und natürlich auch in manchen Punkten, wenn ein Akteur gewissermaßen nur seine Interessen und nicht die Interessen anderer einbezieht, dann auch durchaus mal aufzubegehren und auch Kritik anzumelden. Denn zum Beispiel die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern geht oft auf Kosten von Wäldern oder von Trinkwasser und so weiter. Alle diese Fragen sind natürlich Thema, nicht nur einzelner Nationen, sondern irgendwo auch Menschheitsthema, dass der Aralsee beispielsweise, der einmal der größte Süßwassersee der Welt war, heute nur noch eine Pfütze ist. Das ist eine Katastrophe. Und warum? Weil einfach er übernutzt wurde und das Wasser für Produktivitäten gebraucht wurde, Baumwollproduktionen und so weiter, die am Ende ein ganzes Ökosystem zerstört haben mit fürchterlichen Folgen. Und da kann man an allen, reichen keine fünf Finger, die Überfischung der Meere oder die Frage, was geschieht mit den Polen, das Schürfen von Rohstoffen in der Arktis oder in der Antarktis dort noch weiter zu explorieren. Und wie wir sehen, bei dem schmelzenden Polkappen gibt es Begehrlichkeiten von vielen Seiten. Und ich weiß, dass auch die chinesische Seite da natürlich sagt, vielleicht springt auch für uns was dabei ab. Es wäre meines Erachtens schon längst an der Zeit, und ich sage das hier nicht zum ersten Mal, dass man sich darauf verständigt, und zwar alle Länder, dass wir die Pole unberührt lassen. Und zwar am Kanada, Amerika, Russland, Europa, Dänemark, man kann sich zusammenschließen und dann kann man sich auch gegenseitig zu solchem Handeln und zu einem gewissen Verzicht oder Rücknahme von Begehrlichkeiten bringen. Und darin liegen natürlich große Gefahren und auch Risiken. Wenn wir alle nur glauben, jeder muss sehen, dass er einen noch größeren Anteil am Kuchen der Welt sich vereinnahmt und China in einen Wettlauf in dieser Hinsicht zwingt, dann ist natürlich das Risiko für die Welt unkalkulierbar. Dasselbe ist mit der Rüstung und mit vielen anderen Entwicklungen, die im Grunde gegen die Interessen der Menschen gerichtet sind. Und deswegen bin ich der Meinung, zum Abschluss zu kommen, dass der Aufstieg Chinas natürlich eine große Chance darstellt. Er hat viele Leiden mit sich gebracht. Er hat auch viele Modernisierungsentwicklungen in China mit sich gebracht, die Menschen von einer Lebenswelt in eine neue gebeamt haben, die sie vielleicht nicht unbedingt erstrebt hatten. Die Rekultivierung der ländlichen Gebiete oder Wiederentwicklung ist genauso dort ein Thema wie bei uns. Und
Modernisierung hat immer auch Modernisierungsverluste mit sich gebracht, überall auf der Welt, und das war auch in China so. Und eine moderne Gesellschaft funktioniert eben nicht mehr wie eine traditionale Gesellschaft. Also insofern hat es auch viele Verluste gegeben, und es gibt manche Chinesen, Freunde von mir, die sind nicht unbedingt erfreut über diese Hochhäuser, die da international renommierte Architekten in die Welt gesetzt haben, sondern denen ist der Tempel, der da am Verfallen ist, an der Ecke vielleicht wichtiger. Also das müssen wir auch sehen. Es gibt auch Gemeinschaftsverfall in diesen modernisierenden, sich urbanisierenden Gebieten. Und das ist, sind auch große Probleme, die China mit sich hat. Und es gibt Schädlinge, und es gibt auch da natürlich im Augenblick, und damit will ich schließen, wenn diese Zero-Covid-Strategie, die in China ja verfolgt wird, tatsächlich dazu führt, dass man vielleicht dann doch nochmal überrannt wird von einer starken Infektionswelle, gegenüber der man keinen Schutz hat, dann sind da natürlich große Risiken mit verbunden, und dann muss man sehen, wie, welche ja, Auswirkungen das auf die Weltgesellschaft und die Weltwirtschaft nicht zuletzt haben wird. Aber zum Schluss würde ich sagen, das Risiko, in die Moderne gekommen zu sein, hat die ganze Menschheit. Und der Aufstieg Chinas ist eine Chance, die Vielfalt der Welt in die Moderne mitzunehmen. Und China ist vielleicht nicht nur dem eigenen Anspruch nach, sondern auch der Sache nach ein Repräsentant des sogenannten globalen Südens. Den, wenn wir den nicht in die Moderne mitnehmen, also die dritte Weltdiskussion vor einigen Jahrzehnten erinnern manche noch, wenn wir den globalen Süden nicht mit in die Welt, in die Moderne nehmen, dann haben wir sowieso als Menschheit verloren. Und insofern ist Zusammenarbeit und Kooperation mit China das Gebot der Zeit. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schmidt-Linzer. Sie haben noch mal gesagt, natürlich mitnehmen, den globalen Süden mitnehmen, heißt natürlich in erster Linie das mal als Partner akzeptieren. Und ich hatte ganz zu Anfang ja mal zitiert aus der Zeitung, wie sozusagen das China-Bild ist. Das müsste natürlich sich ändern. Das ist keine Ebene, auf der man eine partnerschaftliche Beziehung herstellen kann. Wollten Sie dazu direkt was sagen, sonst würde ich auf die Fragen einsteigen. Also wenn Sie mir schon die Möglichkeit geben mit dem globalen Süden, wir reden ja immer so von westlichen Werten, ja. Ich bin ja nun Jahrgang 1948 und kenne die Geschichte der Bundesrepublik am eigenen Leibe und auch die Geschichte Deutschlands und habe auch die Geschichte sozusagen der Nachkriegszeit und deswegen auch das, was das Dritte Reich mit in unser Leben gebracht hat, gut erlebt. Und dann komme ich 1973 nach Taiwan und dann erzählt mir ein Vertreter der Deutschen, er habe den Mobutu gemacht. Ja? Das ist die Geschichte dahinter, dass in Afrika es ja Bestrebungen gab, zum Beispiel im Kongo, demokratische Strukturen aufzubauen und die Rohstoffe selbst auszubeuten. Und was hat man mit dem Lumumba gemacht? Der wurde von den westlichen Demokratien und den Geheimdiensten umgebracht. Und da hat kein Haar nachgekräht. Das heißt, diese Propaganda, wir wollen Demokratie in die Welt bringen, hat dann immer die Kehrseite, dass das eben sehr oft eigentlich nur Beherrschungsinteressen waren, die dahinter standen. Und das hat Demokratie, den Demokratiegedanken eben einfach auch zerschlissen. Das muss man schon so sagen. Und deswegen muss man einfach ehrlicher in die Welt gehen und nicht glauben, man wolle irgendwas Gutes verkaufen, aber im Hintergrund hat man eigentlich andere Absichten. Das heißt, diese Aufrichtigkeit vermisse ich eben auch in unserer westlichen politischen Geschichte. Und deswegen ist da einfach eher Bescheidenheit und eine gewisse, ja, Bescheidenheit und wie soll man sagen, auch eine gewisse weniger Selbstgerechtigkeit angesagt.
Und demokratische Entwicklungen, wo sie gut sind, werden sich auch dann entwickeln, wenn die Menschen finden, dass es für sie das Richtige ist. Aber das sollte man nicht mit Kanonen irgendwie in der Welt installieren wollen. Also das ist jetzt ein etwas emotionaler Punkt, aber Sie sehen, das ist ja meine Geschichte, ja. Belgien insbesondere hat den Lumumba umgebracht, ja. Das waren unsere europäischen EWG-Freunde, ja. Das ist doch unglaublich, ne? Ja, vielen Dank nochmal. Aber bevor wir hier drei in die Diskussion einsteigen, würde ich doch nochmal fragen, ob Fragen und sagen wir mal, Kommentare eingegangen sind, Filippo. Ja, ich hoffe, man hört mich hier aus dem Off. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die rege sozusagen das rege Stellen von Fragen im Chat, und manche überschneiden sich vielleicht auch thematisch. Ich habe vielleicht versucht, ein bisschen mehrere Blöcke daraus zu bilden. Also zum einen möchte ich sagen, es gab einen Kommentar von Edgar, ich sage jetzt immer nur die Vornamen, der gesagt hat, dass Yidai Ilu ein Angebot an Kooperationspartner, sich einzureihen in eine chinesische Weltordnung, um miteinander reich zu werden. Also das ist mehr ein Kommentar. Und dann gibt es eine Frage, ich würde mal damit anfangen. Es gibt den großen oder Block sozusagen der Frage, wie China und der Westen, also Hermann, ein Teilnehmer Hermann fragt, wie schätzen Sie das Konfliktpotenzial zwischen China und den USA ein? Gibt es Chancen für eine multipolare Welt oder dass eine Hegemonie des Westens oder der USA sogar mit kriegerischen Maßnahmen durchgesetzt werden könnte? Eine ganz ähnliche Frage stellt eine andere Teilnehmerin. Ein anderer Teilnehmer, Rüdiger, fragt auch in diesem Zusammenhang, wie es zu erklären wäre, dass im deutschen Medien-Mainstream China, also das China-Bild immer sehr negativ ist, während aber große Teile der deutschen Industrie natürlich Handel und Export und auch wirtschaftliche Kooperationen in Kooperation mit China stehen. Insbesondere jetzt in der Pandemie, fügt er an. Und vielleicht eine andere Frage betrifft so ein bisschen die, ein anderer Fragenblock betrifft die Außenpolitik Chinas. Zum Beispiel fragt der Teilnehmer Arthur nach, sagen wir mal, dem Charakter, der politischen Charakter der Entwicklungszusammenarbeit Chinas in zum Beispiel Ländern Afrikas, nehme ich mal an, zum Beispiel. Nennt als Beispiel, dass die USA für Hilfsgeld oder die Tätigkeit von Hilfsorganisationen gewisse Bedingungen wirtschaftliche, also an, was eben sozusagen Ausbeutbarkeit stellt, und ob das China ebenso macht oder wie sie das bewerten würden, oder wie unsere Gäste das bewerten würden. Ich würde sagen, mit diesen drei Kapiteln starten wir, da haben wir schon ein abendfüllendes Programm. Wir starten mal mit China-USA. Das Verhältnis, wie schätzen Sie das ein? Welche Chancen haben wir da, dass das zu einer kooperativen Lösung kommt? Oder welches Risiko haben wir, dass das da zur langfristigen Konfrontation kommt? Zunächst mal, in China hat man ja immer schon sehr stark nach Amerika geschaut. Schon im späten 19. Jahrhundert, weil Amerika auch so ein Staat war, der zum Einheitsstaat wurde. Der Lincoln, der die Südstaaten dann wieder hat integrieren können, also dieser Sezessionskrieg, das war auch in China bewusst, weil die ja auch Angst hatten, sozusagen auseinanderzufallen. Deswegen, der Lincoln ist eine ganz dicke Figur da, in ganz große, und Amerika als Vorbild und auch als Ort, wo man natürlich sein Glück sucht, das war sehr früh da und ist im 20. Jahrhundert eigentlich immer ein Bezugspunkt gewesen. Und deswegen ist es zunächst mal keine feindliche Beziehung, sondern auch in Amerika hat man China als doch eine große mögliche Welt, einen Weltpolizisten, so hat es Roosevelt gesehen. Weltpolizisten sollten Amerika, China, Russland und England sein, ja, sonst niemand.
okay, das ist aber nun lange her. Dann ist bei dem Aufschwung Chinas eben durch diese Exportüberschüsse China irgendwann zum Gläubiger der Vereinigten Staaten geworden. Die ganzen Staatsanleihen Amerikas waren in China. Also das heißt, es gab eine Form von Co-Abhängigkeit in den 90er und Nuller Jahren. Und die Entwicklung Chinas, drückt sich auch aus in der Seidenstraße, dass während man in Amerika sagte, wenn die jetzt immer weiter modernisiert werden und kapitalistisch, dann werden sie irgendwann auch wie wir. Und es hat so wie in den 50er Jahren man in China manche gesagt haben, wir machen das anders als Moskau, so gibt es in den Nullerjahren die Tendenz zu sagen, wir machen das anders als Amerika. Wir wollen nicht werden wie Amerika. Und einige der Chefideologen oder Programmatiker sind auf diesem Trip. Wir wollen nicht wie Amerika werden. Und damit dann auch die Betonung, ein Sozialismus mit chinesischem Antlitz sozusagen. Ja, ob das nun zu einem Konflikt zwischen China und Amerika führt oder nicht, das hängt von vielen Dingen ab, dass Amerika, letzter Satz, natürlich seit dem vorhin genannten Pearl Harbor und seit diesem Pivot to Asia natürlich ein starkes Interesse hat, dass es nicht wegisoliert wird über den Pazifik, sondern dass es dort weiter Beziehungen hat. Das kann man verstehen. Allerdings ist, wenn man sich die Karten anguckt, wo welche Militärstützpunkte sind, hat man natürlich den Eindruck, dass Amerika eigentlich bis an die Grenzen Chinas präsent ist und dass das auch mal etwas korrigiert werden müsste. Aber hier sind Unwägbarkeiten, der Abstieg der USA, die Notwendigkeit zu teilen und sonstige Interessenkonstellationen, weswegen ich eine wirkliche Voraussage, ob es einen Krieg zwischen beiden geben wird oder nicht, eigentlich nicht wage. Ich könnte mir aber vorstellen, letzter Satz, dass sich irgendwann China und Amerika dann doch wieder verständigen und Westeuropa eher in die Röhre guckt. Vielleicht muss man in dem Zusammenhang natürlich sehen, das Problem China, USA entwickelte sich ja, als tatsächlich China angefangen hat, Forschung und Entwicklung und eigene Kapazitäten aufzubauen und sozusagen dann auch eine eigenständige, nicht nur verlängerte Werkbank zu sein, sondern eine eigenständige Industriepolitik zu betreiben und natürlich die entsprechenden Forschung und Entwicklung zu machen. Herr Dr. Birns, was meinen Sie dazu? Ja, ich würde mit zwei Punkten anfangen. Einmal, China ist, ich sage es immer so, dazu verdammt, die stärkste Macht zu werden. Warum denn einfach? Weil das die meisten Menschen im einen Land sind. Das ist einfach das größte Land. Und wenn die Chinesen nur halb so gut leben wollen wie die Europäer oder die Amerikaner, dann sind sie die stärkste Wirtschaftsmacht. Dazu sind sie verurteilt. So, die Frage ist, wie die Chinesen damit umgehen. Und mein Gefühl und meine Überzeugung ist, dass sie damit eigentlich recht gut umgehen, nämlich mit dieser Seidenstraße. Der zweite Punkt. Herr Dr. Schmidt-Klinzer hat das angedeutet. Die Chinesen wollen nicht unbedingt so werden wie die Amerikaner. So, und da möchte ich mal anschließend, warum nicht? Amerika hat Wohlstand seit dem Zweiten Weltkrieg einen tollen Wohlstand. Europa tollen Wohlstand. Aber der Hunger, der hat nach wie vor in der Dritten Welt zugenommen. Also müssen doch irgendwie Amerika und Europa was falsch gemacht haben. Wieso kann der Hunger zunehmen
Und der hat nicht nur zugenommen hier, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist, sondern vorher schon. Wieso kann der zunehmen, wenn es uns immer besser geht? Also denken wir wahrscheinlich nur an uns. Und da liegt der Hauptfehler nach meiner Meinung. Wir sind hier so eurozentrisch, denken an unseren Wohlstand, uns soll's gut gehen, unser Klima soll geschützt werden und. Und die Amerikaner denken ähnlich. Und die Chinesen fangen mit dieser Seidenstraße an, anders zu denken. Sie wollen sich nicht in andere Länder einmischen, ob die da Sozialismus haben, Kommunismus, Kapitalismus, Autokratie, ist denen vollkommen egal. Sie haben die Auffassung, man muss diesen Menschen helfen, damit sie in ihrem Land leben können und sukzessive besser leben können, keinen Hunger mehr haben, ein Dach über dem Kopf und nicht mehr versuchen, nach Europa oder nach Amerika zu kommen. Südamerikanischen Länder versuchen, nach Amerika zu kommen. So, man muss etwas tun, dass es dem Süden besser geht. Und das ist das Problem oder Ansatz der Seidenstraße. Da müssen wir, die Europäer, umdenken. Wir müssen lernen, die Welt mit dem Süden zu teilen. Wir können nicht mehr denken, so wie unsere Großväter gedacht haben, als Kolonialherren und auf Kosten anderer Länder gelebt haben. Und da ist der Ansatz der neuen Seidenstraße. Ja, darf ich da kurz etwas einhaken? Das ist sicher richtig und das würden wir alle unterschreiben. Aber natürlich muss man auch sehen, und das muss man auch nicht verschweigen, dass China auch Fehler macht und dass man auch vielleicht in Afrika vieles positiv bewerten kann, aber es dort auch Bereiche gibt, wo dann es auch zu neuen Konflikten kommt, das ist gar keine Frage. Nur diese Kompliziertheit und auch Widersprüchlichkeit und auch Interessengegensätzlichkeit und auch zum Teil ökologischer Unsinn, also das Fracking in Amerika finde ich genauso eine Katastrophe wie manche Rohstoffabbaubetriebe in anderen Teilen der Welt. Aber das, was wir, und das war vorhin angesprochen, warum wird China so negativ gesehen? Ich glaube, wir haben noch eine Konfrontationssucht aus der alten Ost, in die alte Ost-West-Gegensatz. Hier der freie Westen und dort der Kommunismus, diese Blöcke, wo natürlich auch klar ist, dass Stalin mit seiner Politik nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg auch unheimliche Dummheiten betrieben hat. Und als er dann starb, konnte manches erst wieder gerichtet werden, 1953, und hat lange gebraucht. Aber dass diese Konfrontationssucht natürlich sehr viele andere Themen verdeckt hat. Und jetzt, wo wir so viele wirklich wichtige Probleme haben, scheinen wir vor denen weglaufen zu wollen, indem wir eine neue Konfrontation konstruieren. Also als müssten wir das chinesische Volk von der kommunistischen Partei befreien, wie das Steve Bannon gesagt hat, der Berater des amerikanischen Präsidenten immerhin. Also diese Art missionarische, die Welt erstmal erlösen, bevor wir weiterarbeiten, das ist eigentlich die Irrationalität, an der wir im Westen, sage ich jetzt mal, an der wir weiter mitstricken, wenn wir diese Konfrontativität bedienen. Aber sie scheint vielen zu gefallen, von China ein negatives Bild zu beschreiben, weil sie ablenkt davon, von den eigentlichen Problemen, die wir gemeinsam lösen müssen. Das negative Bild von China hält aber viele Unternehmen nicht davon ab, die günstigen Produktionsbedingungen in China zu nutzen. Also es ist doch schon etwas scheinheilig, muss ich sagen, wenn man auf der einen Seite so ein sagt, China ist der böse Bube in der Welt geschehen. Andererseits wurde es gerne genutzt, solange es billige Produktionsbedingungen liefern konnte. Ne? Also das muss man schon sagen. Aber ich wollte das Thema eigentlich noch vertiefen, sondern würde eher noch mal sagen, Rolle China, da kam noch das Thema
Welche Rolle spielt China? Welche Absicht hat China zum Beispiel mit der Seidenstraße in Afrika? Führt das zur Abhängigkeit der Länder? Da würde ich dieses Stichwort würde ich gerne mal in die Runde geben. Ja, um diese Frage zu beantworten, möchte ich anfangen mit der Art und Weise, wie China mit Afrika zusammenarbeitet. Da gibt es die Afrikanische Union und dann gibt es dieses Forum, wo sich jährlich oder jedes Jahr afrikanische Staatschefs oder afrikanische Führer, afrikanische Unternehmer mit chinesischen Führern, chinesischen Unternehmern treffen. Und wenn man sich die Protokolle dieses Forums anschaut, da sieht man, dass im Prinzip die Projekte, die in Afrika aufgenommen werden, durch die Afrikaner angefragt werden. Das sind keine Ideen, die die Chinesen haben, also wir müssen jetzt in irgendein Land eine Straße bauen oder ein Kraftwerk bauen. Nein, das sind Ideen, die von den Afrikanern kommen. Und dann wird diskutiert zwischen den Afrikanern und den Chinesen, wie das gemacht werden kann, von der technologischen Seite her und von der Finanzierungsseite her und dann auch, wie es mit Arbeitskräften, mit Maschinen und so weiter organisiert werden kann. Und das kann man dann in diesen Protokollen dieses FOCAC-Meetings nachlesen. Also man kann da nicht sagen, dass die Chinesen eine Idee haben, wie Afrika entwickelt werden soll. Das sind die Afrikaner selbst. Die Afrikaner sind in der Zwischenzeit sehr wohl bewusst, oder sich sehr wohl bewusst, wie sie ihren Kontinent entwickeln wollen. Sie haben jetzt in der Zwischenzeit ein afrikanisches Freihandelsabkommen. Sie haben eine Strategie für die Infrastruktur, für den Infrastrukturaufbau innerhalb Afrikas. So, man kann nicht sagen, dass jetzt China versucht, da eine Machtstellung oder etwas aufzubauen gegen die Afrikaner. Nein, sie tun es mit den Afrikanern und sie helfen ihnen. Und wenn man Berichte aus Afrika liest, die Anerkennung der chinesischen Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern nimmt immer mehr zu. Also die Chinesen haben eine sehr gute Stellung da. Es gibt auch Negativbeispiele, aber im Generellen ist das sehr, sehr, sehr positiv, wird sehr hervorgehoben. Und deswegen kann man nicht sagen, China versucht eine Machtstellung auszubauen. Das ist in unseren Medien vielleicht. Und da würde ich aber, Entschuldigung, wenn ich gleich etwas anschließe, Global Gateway von der EU. Frau von der Leyen hat das vorgetragen vor einigen Monaten. Bisher ist leider noch nicht genau bekannt, was man machen will und wie man es machen will. Aber richtig ist, dass Global Gateway ein Prinzip hat. Man will nur in solche Länder investieren, die den demokratischen Weg folgen. Also man wählt schon wieder aus. Man stellt politische Bedingungen. Das ist das, was die Chinesen überhaupt nicht machen. So, die EU sagt von vornherein, wir wählen aus, mit welchen Ländern wir zusammenarbeiten. Und es wird nicht danach entschieden, wie es die Afrikaner haben wollen. Was ist das afrikanische Problem? So, man versucht aus europäischer Sicht etwas gegen China in Afrika zu machen. Und das ist der Fehler an diesem Global Gateway. Leider ist das so. Und das, was man bisher lesen kann darüber, sagt das aus. Und die Afrikaner halten sich da im Augenblick auch sehr zurück. Sie sagen, warten wir mal ab. Bisher wissen wir noch nicht, aber hoffentlich ändert sich das, hoffentlich geht das nicht gegen die chinesischen Initiativen in Afrika. Vielen Dank, dass Sie das nochmal eingebracht haben. Global Gateway ist ja im Prinzip der gleiche Ansatz. Investition in Infrastruktur. Also im Prinzip eine westliche Ausgabe von der chinesischen Seidenstraße. Und das muss man natürlich schon sagen, das ist interessant, dass jetzt von der EU auch das als Strategie gesehen wird, dass man in Afrika die Infrastruktur entwickeln muss.
Was ich aber jetzt gehört habe, geht es auch wesentlich darum, grünen Wasserstoff zu produzieren. Und das engt das Ganze schon mal wieder sehr ein. Aber es sollten im Februar sollten die ersten Projekte besprochen werden und dann wird man sehen, was passiert. Ja, also das ist vielleicht auch eine positive Geschichte. Was ich daran etwas irritierend finde, ist, dass man das an solche Konditionen bindet. Und das müsste man nochmal überdenken, denn eigentlich war immer meine Vorstellung, wenn die Chinesen sowas wie diese One Belt, One Road Initiative propagieren, dann müssen wir sagen, okay, hoppla, was ich vorhin schon sagte, die Zonen im Nahen Mittleren Osten und so weiter und auch gerade natürlich, nachdem die Sowjetunion zusammengefallen ist und dort also Länder entstanden sind, die zum Teil auch zur Ausbeutungsbeute von anderen wurden, China eingeschlossen, ja, dass man da dann eben seinen Weizen anbaut oder was weiß ich, dass man da eine ökologische, kooperative Entwicklungsstrategie von mir auf Augenhöhe mit China zusammen, auch Afghanistan, dass man sich da fragt, wie ist das da mit den Rohstoffen, statt da nun, naja, die Geschichte ist zu präsent noch. Kurz, ich glaube, dass da auch viele gute Ansätze mit verbunden sind. Nur wenn es in dieser, und ich wiederhole mich, in dieser konfrontativen Weise geschieht, gegen China oder um ein bestimmtes Wertesystem, das ist doch Quatsch. Ich meine, Amerika, da gibt es strukturellen Rassismus. Was ist denn das für ein Wertesystem? Und über die Demokratie in Amerika sind schon viele Bücher geschrieben worden. Wer sagen will, dass wir das wollen wie in Amerika, der würde auch sehr schnell keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen bei uns, weil er sagt, das wollen wir doch auch nicht. Also insofern, man muss da einfach offener miteinander sprechen und keine Konfrontationen schüren. Und Multilateralität ist, glaube ich, wirklich das Gebot. Und China ist ein Treiber für Multilateralität gewesen. Ob das dann weitergehen kann, das hängt dann eben auch von vielen anderen ab. Also insofern denke ich, man muss schon auch kritisch sein, auch bei der Frage von, sind alle Investitionen immer gut? Und natürlich hat China auch bestimmte Rohstoffinteressen, sich irgendwelche Abbaugebiete in Australien oder Südamerika zu sichern. Und da ist dann auch die Frage, wie viel Regenwälder kostet das? Aber diese Frage müssen wir uns bei unseren Rohstoffinteressen auch stellen. Also das ist ein globales Thema und da darf man niemanden auslassen. Und insofern muss man auch nicht China schönreden, aber die Aktivität Chinas ist im Prinzip ein Segen für die Multilateralität der Welt. Dann würde ich jetzt weiter fortschreiten und vielleicht, Filippo, gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Ja, vielen Dank nochmal genau für die vielen Fragen und auch schon mal ein bisschen Entschuldigung, wenn man nicht genau jede aufgreifen wird können, aber ich denke, manche der Fragen, die so zwischendrin immer wieder aufkamen, sind auch durch die Antworten dann auch schon wieder zum Teil erledigt oder mitbeantwortet worden. Weil ich das interessant fand, möchte ich es vielleicht nochmal sozusagen anschließend kurz noch diese Frage wiedergeben an die Diskussion um Engagement in Afrika und da fragt ein Teilnehmer, welchen Anteil, also der fragt nach dem Unterschied zwischen Privatakteuren mit Basis in China und staatlichen Unternehmen. Welchen Anteil haben chinesische Unternehmer, die mit kapitalistischem Profitinteresse zum Beispiel in Afrika investieren, im Verhältnis zu chinesischen staatlichen Unternehmen, die dort ebenfalls aktiv sind? Wie sind diese Unterschiede, gibt es da qualitative Unterschiede? Das ist eine Frage, die da jetzt noch anschließt sozusagen und dann tun mehrere Teilnehmerinnen die S-Frage aufstellen, die natürlich obligatorisch irgendwann auch kommen muss. Welche Rolle spielen sozialistische Prinzipien seit Mao Zedong bis heute, Planwirtschaft beim Aufstieg Chinas
bis heute? Inwiefern handelt es sich um eine Mischform von sozialistischer Gesellschaft oder kapitalistischer Marktwirtschaft? Und wie empfinden die Chinesen ihre materielle Lebensqualität und ihre demokratische Teilhabe an Entscheidungen der Regierung? Wie läuft Mitbestimmung und wie steht es um individuelle Freiheiten? Genau diese Frage beinhaltet schon auch einige andere, die auch in ähnlicher Weise gestellt wurden. Ja, wunderbar, dass dieser Block auch noch kommt. Da gibt es ja unter anderem auch den der Nationale Volkskongress hat ja 20. Juni 2020 beschlossen, dass es ein neues Gesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch kommen soll. Und wo auch Persönlichkeits- und Eigentumsrechte sozusagen neu definiert werden soll und dass man insgesamt ein Recht auf Wohnen, auf Beschwerderecht, ökologische Zivilisation mit konkreten einklagbaren Schutzrechten, Pflicht zur Nachhaltigkeit und so weiter. Das soll alles gesetzlich verankert werden und dazu wurde im Nationalen Volkskongress 2020 bereits der Beschluss gefasst, das zu machen. Herr Dr. Behrens, können Sie dazu vielleicht was? Und dann vielleicht im Anschluss auch gleich das Thema private, staatliche Unternehmen, wie ist das? Wie ist das Verhältnis? Und wie geht China damit um? Ja, ich würde vielleicht als erstes auf die Frage zurückkommen, was für eine Gesellschaft haben wir in China? Ist das Sozialismus, Kapitalismus oder so? Vorab zu sagen, nach meiner Meinung ist es einfach eine Hybridgesellschaft. Die chinesische Wirtschaft ist grob gesagt so aufgebaut, 2/3 Privatwirtschaft, 1/3 staatliche Wirtschaft und die staatliche Wirtschaft ist in den Daseinsfürsorgebereichen, also Gesundheitswesen, Verkehrswesen, Versicherung, Finanzwesen und so weiter und so fort. Und damit kontrolliert mehr oder weniger der Staat, wie sich die Wirtschaft entwickelt und die Privatwirtschaft arbeitet voll nach, ich sage immer, kapitalistischen Werkzeugen, also mit den Marktgesetzen und so weiter und so fort. So, und es gibt diese 5-Jahrespläne, die untersetzt werden in den Provinzen und so weiter. Es ist eine Kombination von Planwirtschaft mit der Marktwirtschaft und wie Schmidt-Glitzer auch schon ausgeführt hat, China sucht immer noch den richtigen Weg. Sie experimentieren und sehen, was ist das Beste. Aber das Allerentscheidende, glaube ich, es gibt in China kein Privateigentum an Grund und Boden. Und das ist für mich die Frage, woran man festmachen kann, ist es, bewegt sich China in Richtung eines kapitalistischen Landes wieder, transformieren sich zurück, so was der Westen eigentlich erwartet hat oder nicht. Da man an dieser Frage Privateigentum an Grund und Boden nicht rührt, glaube ich, dass China einfach einen neuen Weg sucht. Die Begriffe Sozialismus, Kommunismus oder was auch immer passen eigentlich nicht richtig zu dem, was sich in China entwickelt. So, und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Also ich finde es sehr spannend und beobachte das mit Interesse. Und das wird für uns, für die ganze Welt, eine gewisse Bedeutung haben. So. Also dazu muss man wissen, dass Grund und Boden nie Privateigentum in China war. Das war immer Staats- oder Kollektiveigentum. Es gab immer Landverteilungs- und Landzuteilungsthemen, Strategien. Es gab auch Landaneignung, Verpachtung. Also diese ganze Geschichte hat es alles gegeben, auch als Entwicklungen, die dann wieder korrigiert wurden. Aber im Prinzip sind Grund und Boden Gemeineigentum und ich würde fast sagen, und das ist ja eigentlich auch vernünftig. Das andere ist, dass natürlich lange Zeit der Staat oder die Partei über den Staat sozusagen das dann als Freibrief für Willkür verwendet hat. Zum Beispiel bei der Umwandlung der Städte, wo einfach Leuten dann ihre Siedlungen, ihre Häuser zerstört, weggenommen und so weiter wurden.
Das hat sich inzwischen verändert. Das heißt, es gibt schon auch Eigentumstitel. Und das ist übrigens ein ganz großes Problem jetzt auch mit dieser Immobilienblase. Die Leute investieren auch in Wohneigentum, was ihnen dann für 99 Jahre gehört. Und wenn sie mal ein Haus gehabt haben und nach 99 Jahren gucken, was das dann noch wert ist, wenn sie zwischendurch nichts dran gemacht haben, dann wissen sie, dass das irgendwie meistens gar nichts mehr wert ist. Ne? Kurz, diese ganzen Fragen sind hochsensitiv. Die Menschen haben da investiert, weil sie hoffen, dadurch sich Einkünfte oder ein besseres Leben auch abzusichern. Und insofern hat sich dann auch diese Frage der sogenannten Umsiedlungs- oder Enteignungspolitik, wenn man sagt, wenn du da rausgehst, dann kriegst du eine Entschädigung, also auch die Entschädigungsfrage. Das ist ein ganz kompliziertes Geschäft und das gibt es natürlich. Das ist also Eigentum an Sachen, an Wohneigentum und so weiter. Das ist sehr weit entwickelt, nicht unkompliziert wie nirgendwo auf der Welt im Prinzip, aber doch auch etwas, weswegen da die Politik nachsteuern muss, wenn es um die Frage geht, wie werden Eigentumsrechte, insbesondere wenn es Gemeinschaftseigentums, so Bauten, wo 20 Eigentümer Wohnungen haben, wie organisieren die sich? Also diese ganze Komplexität modernen urbanen Lebens spiegelt sich da wieder. Und da macht China auch Fortschritte und anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Herr Behrens, die Frage Sozialismus oder Kapitalismus ist deswegen vielleicht ein bisschen in die Irre führend, weil die Frage des Weges und der Strukturierung von Aushandlungsprozessen, auch die Implementierung von Maßnahmen geschieht oft in der einen Provinz, in der anderen und es gibt auch alternative Entwicklungsmodelle, auch Experimente oder Probeläufe sozusagen, sodass man hier ein sehr komplexes Entwicklungssystem, an dem viele, auch Unternehmer, Partei und so weiter, beteiligt sind. Und deswegen ist vieles auch relativ erfolgreich. Anders wäre diese immens schnelle der Bau dieser Hochgeschwindigkeitsstrecken und vieler anderer Infrastrukturmaßnahmen gar nicht möglich gewesen, wenn da nicht viele Hand in Hand gearbeitet hätten. Und insofern kann man bestimmt vieles auch davon lernen. Und die individuellen Freiheiten wurden auch angesprochen. Da müssen Sie Chinesen fragen. Viele Chinesen fühlen sich individuell überhaupt nicht unfrei. Und viele wollen sogar, dass der Staat bestimmte Dinge auch kontrolliert, um allzu große Unordnung zu vermeiden. Also die Akzeptanz des sozialen Punktesystems beispielsweise ist höher, als man vermuten würde. Also auch das sind keine Punkte, die kann man kritisch sehen, aber sind keine Punkte, die Anlass geben könnten zu einer totalen sozusagen Negativbetrachtung. Da ein Vorredner diese sozialen Punkte angeschnitten hat, möchte ich wenige Bemerkungen dazu machen. Fragen Sie mal in Peking, Shanghai oder irgendwo auf dem Land einen Chinesen, was er von dem sozialen Punktesystem, von dem Social Scoring weiß. Da würde er sagen, kenne ich überhaupt nicht. Das existiert fast nur in unserer Presse. Das wird immer sehr schön ausgemalt und schöne Storys erzählt, aber die Chinesen kennen das gar nicht. Was richtig ist, es gibt ein Punktesystem und Social System für Unternehmen und die werden sehr genau kontrolliert und da werden sehr genaue Rekorde geführt, ob die nun in allen Provinzen über Punkte laufen oder ob die anders laufen. Aber sie sind in jedem Fall in der Zwischenzeit digitalisiert. Und wenn ein Unternehmen, zum Beispiel ein Unternehmen in der Lebensmittelbranche, da ein bisschen schmuddelig arbeitet, dann gibt es Negativpunkte. Und dann darf unter Umständen der Direktor nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Das kann passieren, das gibt es. Aber dieses Social-Punkte-System, was so allgemein diskutiert wird, gibt es in dem Sinne nicht und die Chinesen kennen es kaum. Ja, da muss ich ganz kurz, also es gibt es natürlich nicht in dieser Totalität, aber es gibt es regional und sehr differenziert und es gibt die Idee davon, dass es so ein System geben könnte, das ist übrigens uralt in China,
Übrigens wie bei uns auch bei den Pfadfindern gute und böse Taten. Das hat in China eine lange Tradition. Könnte ich Ihnen Bücher aus dem 16. Jahrhundert und so. Das ist also bekannt, dass Sie abends aufschrieben, was habe ich Gutes, was habe ich Schlechtes getan und dann die Punkte zusammenzählen. Also das ist im Grunde ein Teil auch der sozusagen Selbsterziehungsidee, die ja sehr stark ist in China. Und wir haben ja im Grunde in unseren Schulen machen wir ja nichts anderes, als die Kinder zuzurichten zu guten Bürgern, ja. Von den Fleiß, Betragen, Aufmerksamkeit und so weiter, Kopfnoten bis hin zu allem sonstigen, 45 Minuten stillsitzen oder so. Also wir sind ja alle irgendwie zugerichtet worden. Diese Zurichtungstradition gibt es überall. Sie haben ihr Gutes und ihr Schlechtes. Erziehung ist immer auch ein Stück Zurichtung und darüber kann man auch reden. Aber insofern ist dieses Punktesystem und das Nachdenken darüber, den Versuch im Grunde einzubetten in diese Thematik, die wir ja auch sonst haben, wenn wir Kreditwürdigkeit zum Beispiel bei uns thematisieren oder. Ja, gut, dass wir das Thema nochmal angesprochen haben und dass Sie das mal relativiert haben, ne? Die Bedeutung dieses Systems. Hier ist das ja, steht das ja ganz oben auf der Liste. Was hier ja oft gesagt ist, ja, wenn das System so, wie hier das System so wäre wie in China, dann könnten wir auch viel schneller vorankommen mit der Nachhaltigkeit und alles. In China, da braucht man ja nicht fragen, das wird einfach von oben runter beschlossen und fertig. Stimmt das so? Ist die Bürgerbeteiligung da ausgeklammert? Aus meiner Erfahrung ist die Bürgerbeteiligung nicht ausgeklammert. Ich habe es selbst mehrfach erlebt, dass durch Vermieter oder Landlords bestimmte Dinge vorgenommen wurden, die Mieter waren nicht damit einverstanden. Oder ein Beispiel, um Peking wurden in den Nullerjahren und auch später viele neue Golfplätze gebaut, die mussten oder angelegt, die mussten bewässert werden. Und da haben sich Freunde von mir darüber beschwert, haben Eingaben gemacht und bums, tatsächlich, es wurde ein Stopp ausgesprochen, keine Golfanlagen mehr zu bauen. Also das ist ein kleines Beispiel und so gibt es wahrscheinlich viele, viele Beispiele, wie die Mitsprache der normalen Bevölkerung erfolgt. Die Mitsprache bezieht sich in jedem Fall auf die normalen Lebensbedingungen. Sie bezieht sich darauf, wie das Leben verbessert werden kann. Dann wird da sofort nachgegangen und das wird auch meistens sofort erfüllt. Es gibt überall in allen Städten, also in Peking kenne ich das, ich kenne es von Shenyang, von Harbin, da gibt es Beschwerdetelefone, da kann man anrufen und dann wird sofort darauf reagiert, weil man nicht möchte, dass eine bestimmte Unzufriedenheit sich entwickelt. Man will die Bevölkerung zufriedenstellen. Wo es sicherlich keine Mitsprache gibt, ist die Frage, ob die Kommunistische Partei die Führung innehat oder nicht. Darüber gibt es keine Mitsprache, das ist festgelegt, dass man eine neue Gesellschaft aufbauen will. So, deswegen jegliche politische Anfeindung und Gruppenbildung wird nicht gerade gefördert, aber persönliche Mitsprache ja. Das ist, Sie haben recht, aber Sie haben auch Unrecht. Es ist, die Mitsprache geschieht in China auch zum großen Teil durch Proteste. Also die Anzahl der Protestbewegungen und auch der Beschwerden und so weiter, das ist enorm. Und die Zufriedenheit ist ein hohes Maß für die Politik, für ihre Legitimation und für die Partei. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt natürlich nicht weil sie eben auch in der Zeit der politischen Turbulenzen, sage ich mal, vieles abgeschafft wurde, es gibt nicht diese Rechtsentwicklungen, wie wir sie im Abendland mit Stadtrechten und wo
also wo auch einzelne Gebietskörperschaften gegen andere klagen konnten. Also diese ganze Kompliziertheit ist dort anders konfiguriert. Und es ist auch so, dass lange Zeit natürlich es nicht den Rechtsweg gab, gegen eine Entscheidung der Exekutive vorzugehen. Wir wissen natürlich, dass bei uns das auch nicht immer funktioniert und die Beteiligungen in einer repräsentativen Demokratie, wem sage ich das, da werden die Bürger auch nicht bei vielen Dingen gefragt, sondern das wird einfach in den Gremien entschieden und fertig. Und nachher ist man überrascht, dass plötzlich bestimmte Rechtstitel nicht mehr vom Verfassungsgericht, sondern vom europäischen, vom EuGH verhandelt werden. Und da ist man zum Beispiel nicht gefragt worden. Also das ist eine Frage der Beteiligung. Und die Frage der Beteiligung ist natürlich ein Thema. Aber man kann auch nicht pauschal sagen, dass die Bürger überhaupt nicht beteiligt werden. Es sind andere Konstellationen und darüber kann man auch reden und darüber muss man auch reden. Aber wir haben ja so die Vorstellung, oder vielmehr, wir legen uns gar nicht mehr Rechenschaft darüber ab, wo wir eigentlich beteiligt werden oder nicht. Ich zum Beispiel bin nie gefragt worden, ob ich ständig gezwungen werden muss, mir ein neues Microsoft Windows-System zu kaufen, oder bin nie gefragt worden, ob ich von Werbung überrollt werde oder. Also es gibt sehr viele Bereiche der Fremdbestimmtheit, die wir auch kennen. Und in anderen Dingen, wo ich mich vielleicht wehren will, finde ich keinen Rechtsweg. Und in China gibt es auch diese Verschlüsse. Und wenn jemand den Rechtsweg sucht, gibt es dort auch manchmal die Form, dass man lokal daran gehindert wird, über lokal sich das Recht zu suchen. Das heißt, da gibt es auch Zwangssituationen, auch durch mafiöse Strukturen. Es ist nicht alles ein großes Paradies in China. Das wollte ich nur sagen, aber bei uns vielleicht auch nicht immer. Ja, schönen Dank. Also ich stimme Ihnen da natürlich zu. Aber ich denke, man muss da die kulturelle Entwicklung Chinas sehen. Die Chinesen sind sehr stark geprägt durch diesen, sagen wir, konfuzianistisches Denken, durch dieses Denken im Gruppenverhalten. Und daraus ergibt sich auch ein anderes Verhalten oder ein anderer Weg der Mitsprache. Und man kann, glaube ich, nicht direkt unsere Art Mitsprache mit der Art Mitsprache in China vergleichen. Man muss die kulturelle Entwicklung sehen. Da sind Sie vielleicht mehr erklärt. Ja, da muss ich Ihnen zustimmen und widersprechen. Nur kurz. Der Konfuzianismus, das ist die Lehre der Elite, wenn man so will, und hat natürlich eine lange Tradition, aber die Menschen selber sind oft sehr freiheitlich und wollen sich das auch nicht nehmen lassen. Und dass sie irgendwie kollektivistisch wären, das kann man so nicht sagen. Natürlich gibt es eine Tradition, die Gemeinschaft mitzudenken. Und das hat auch ja was sehr Gutes. Das würden sogar wir sagen. Aber die Chinesen als für Kollektivisten zu halten, ist vollkommener Quatsch. Die sind eher Individualisten oder eigensinnige Menschen und haben im Normalfall auch gegenüber diesen konfuzianischen Appellen auch oft eine ganz große Distanz. Das heißt nicht, dass sie dann doch irgendwo davon auch ein bisschen beeinflusst werden. Also es ist komplizierter. So, ich merke, dass eine gewisse Diskussionsbegeisterung jetzt aufkommt. Leider sind wir schon am Ende unserer Veranstaltung. Und also ich denke mal, wir haben einen guten Aufschlag gemacht mit dem Thema. Ich bedanke mich bei Ihnen für die lebhafte Diskussion, aber auch die fundierten Beiträge. Beide haben schon wieder ein Buch in Arbeit. Von daher vielleicht, wenn die beiden Referenten das auch möchten, würden wir gerne noch mal so eine Veranstaltung machen zu dem Komplex China. Sie ja noch mal auf so ein Thema Eliten und Sie noch mal verstärkt auf das Thema Belt and Road Initiative. Also dieses Thema wird uns weiter verfolgen, wenn wir China verstehen wollen. Und von daher
kriegen wir eventuell nochmal eine Veranstaltung zustande. Also ich bedanke mich auch für die zahlreichen Beiträge jetzt auch aus dem Publikum. Es tut mir leid, dass wir nicht alle Fragen behandeln konnten, aber es ist, liegt immer in der Natur der Sache, dass man nur eine beschränkte Zeit hat. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben ja den gesamten Vortrag nochmal oder werden wir auf die Internetseite stellen. Der Film wird auf die Internetseite gestellt und die Präsentation. Und ich denke mal, das ist schon mal ein Beitrag für die politische Bildung, die wir ja eigentlich angestrebt haben heute Abend. Und ansonsten würde ich sagen, immer auch mal schauen auf die Rosa-Luxemburg-Seite. Da wird zum Thema China sehr viel gemacht. Auf sehr viele Studien werden da dargestellt und Rosa-Luxemburg-Stiftung selber ist da sehr aktiv. Und wie gesagt, wir werden zu China bestimmt nicht die letzte Veranstaltung gemacht haben. Ich bedanke mich jetzt bei allen, bedanke mich auch beim Filmteam, die das ja alles aufgezeichnet hat. Ich bedanke mich bei dem Filippo, dass er hat schweißtreibend alles zusammengetragen. Und ich bedanke mich auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Stuttgart, dass wir hier die Räume nutzen konnten und auch für die Unterstützung für diese Veranstaltung. Vielen Dank. Ihnen beiden auch nochmal herzlichen Dank und bis demnächst mal.